Moin Moin, ein, zwei Worte von mir mal zu diesem Binder. Ich fand den sehr ansprechend, weil er im Prinzip hier diese ganzen Hände von Pokémon aufgreift. Also ist relativ eindeutig so. Wir haben hier ein Shigi, wir haben hier ein Glurak, wir haben ein Glumanda und bei dem hier, ich behaupte, sein Entoron. Ich habe auch schon andere Sachen gehört, haben wir auf der Rückseite auch. Das Ganze ist schön sauber verarbeitet, macht insgesamt einen sehr soliden Eindruck, hat sehr viel Platz, was ich auch sehr schön finde. Und kommt halt hier mit so einem leichten Samtüberzug, damit das Ganze auch noch nicht extra beschädigt werden kann, sondern extra geschützt ist. Und dann haben wir hier relativ viele Folien drin. Ich habe jetzt hier erstmal nur meine ganzen GXen und EXen einsortiert und werde die hier drin aufbewahren. So sind sie dann auch mit dem Reißverschluss und allem gut geschützt. Und ja, man sieht, man, die passen hier ganz gut rein. Sie haben ein bisschen Luft, um sich zu bewegen. Also ich habe die ein oder andere Karte auch mit Hüllen noch zusätzlich ausgerüstet und hier reingesteckt. Das ist kein Problem. Und rein theoretisch könnte man hier auch noch Hüllen nachträglich reinbauen. Muss man natürlich überlegen, wie viel da reinpasst, damit das Ganze sich am Ende auch noch schließen lässt. Genau.